Servus und hallo zu Forza Horizon 5. Was machen wir denn dieses Mal? Mir wechselt mir erstmal ein Auto. Und dann nehmen wir jetzt. Keine Ahnung, das. Auf S1 900. Lustiges Auto. Ne? Das nehmen wir mal. Einsteigen. Ja, wollen wir liefern lassen. Und dann haben wir mal überlegt, was machen wir denn hier so? Ich habe jetzt das Auto nicht angepinselt. Auf der Karte seht ihr es schon. Dirtrennen. Perfekte Auto für Dirtrennen ausgesucht. Warum mache ich so einen Blödsinn? Weil ich habe es bei allen Rassen ausgesehen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video rausgehauen, wo was ich im Stream Dirtrennen spielt und die Zuschauer suchen Autos aus. Stream habe ich jetzt nicht an und mit Zuschauer suchen Autos aus auf YouTube funktioniert auch nicht so, weil ich habe sehr viel gespielt und heute, wo ich das aufnehme, ist der 30.3. Und ich weiß, dass ihr das wahrscheinlich erst zum Mitte, Ende Mai sehen werdet. Also, ne? Klappt nicht. Egal, wir fahren jetzt die Dirt-Strecke Montana-Pfad mit der Karre, die ich gerade ausgesucht habe. Fand ich lustig irgendwie. Einfach komplett bescheuerte Autos nehmen für die Rennen. Warum auch nicht? Ich habe wieder den Bug mit dem... Komm, hier Veranstaltung beitreten, Solo... Nein, ich will hier keine Custom-Strecke, ich will die Montana-Pfad. Ich hätte gerne mein aktuelles Auto. Macht bestimmt vollkommen Sinn, mit dem das zu fahren. Ich hoffe, Lautstärke und so passt irgendwie vom Game. Und so. Und die Musik, es hat sie wieder irgendwas verstellt. Ihr kennt es, es ist halt immer... Ne, egal. Wir machen wir das jetzt. Ja, könnte schon passen. Egal. Spiele jetzt nicht rum mit Einstellungen, das machen wir mal nachher mal. Gott, die Kiste geht aber gut ab. Ja gut, ist S1 Klasse, ne? Boah, der fetzt so richtig, der Wagen. Ich meine, er lässt ihn nicht lenken und so, aber der fetzt. Was ist das übel? Dirt-Strecke mit dem Wagen ist schon, ist halt S1 Klasse, die anderen fahren natürlich relativ gut. Ist nicht mehr Rundstrecke oder so, sondern schon ordentlich. Ich muss zurückspielen, spulen, es geht nicht anders. Problem ist, ich habe den Zurückspul-Absturz-Bug relativ häufig. Kann sein, dass einfach spielen weg ist. Was also, die Dirt-Strecke mit 200 mit so einem Oldtimer, das macht schon Sinn, ne? So, Kiste lässt hier super lenken. Ich dachte schon, das Spiel ist wieder weg. Okay, das nächste Dirt-Rennen fahren wir vielleicht mit einem Auto, das irgendwie geeigneter ist, ne? Aber ich fand das Video echt lustig, was er da gemacht hat, der Rassen. Schaut euch das unbedingt an. Ich muss hier zurückspulen, es ist... Also, vernünftig steuern ist so ein bisschen was anderes wie... Aber die Kiste, die ist brutal. Wie viel Prozent haben wir? Nicht mal die Hälfte. Okay. Nicht mal die Hälfte, ungefähr schon fünfmal zurückgespult oder so. Weil sonst gar keine Chance. Wer fährt denn da vorne? Irgendwer.
geh weg. Zum Glück hat die Kiste Allrad. So, S1 Klasse ist natürlich auch top für Dirt. Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr davor haltet, wenn ich hier so Blödsinn fahre. Aber warum auch nicht? So. Aber wir fahren jetzt tatsächlich die nächsten paar Videos, die kommen, sind halt die ganzen Dirt-Rennen-Dinger. Dann haben wir die abgeschlossen und dann schauen wir, was wir als nächstes machen. Ziel ist ja schon so, alle Rennen fahren. Irgendwie sollte auch demnächst mal so ein Season-Update kommen. Wie gesagt, im Moment ist März. Was weiß ich, was alle für Updates kommen sind, bis ihr das Video seht. Aber da bin ich schon gespannt bis jetzt. Entweder ist noch nicht gekommen oder ich habe noch keine Funktionen davon gesehen, aber da soll einiges Neues kommen. Wow. Ich hab echt bei jedem Zurückspulen Angst, dass man abstürzt. Boah, komm. Fahr mal kurz eben irgendwo hin. Ist ja nicht so, dass du gerade Rennen fährst. Ohne Bande nicht machbar hier. So, Musik sollte vielleicht auch ein bisschen lauter machen, dass ihr irgendwas hört. Aber im Moment bin ich gerade so ein bisschen beschäftigt. Gott, ist das ein Chaos. Aber das Auto, das ist immer Straßenrennen mit dem Fahren, das ist ja ziemlich cool eigentlich. Gut, im Dreck halt nicht. Steuerbar. Das ist ja kein Dreckauto. Oh, da vorne ist Ziel, nicht nur Versauung, komm. Ja, okay, passt. Jawohl. Na komm, ein zweites machen wir noch, oder? Aber ich habe ja immer das aktuelle Auto im Thumbnail, mit dem ich dann fahre. Müssen wir nur eins mit dem fahren. Ich habe gesagt, nächste Rennen mit einem vernünftigen Wagen, aber ne? Muss ja. Ja. Jetzt kann ich die Musik ein bisschen lauter machen. Kleines bisschen lauter macht. So, dort. Es ist auch wieder so ewig lange Strecke. Yay, auf geht's. Vielleicht hätte es runtertunen sollen. Nicht unbedingt S1. Wäre vielleicht besser. Vielleicht. Zu welcher Klasse gehört denn das Ding? Classic Sport Cars. Okay. Egal, das nehmen wir. Haben wir schon angefangen damit. In dem Video gibt es eh bloß die zwei Rennen, dieses und das vorher halt. Nächstes Mal wieder mit einem anderen Auto. Vielleicht mit einem vernünftigen, vielleicht wieder mit so einem bescheuerten, ich weiß es noch nicht. Also bescheuertes Auto für die Veranstaltung halt, ne? So. So, let's go, keep my gas. Geht mal alle weg. Auf der Straße ist der schon. Ordentlich. Also er wäre gut zu fahren, wenn man gute Fahrskills hätte, aber ihr kennt ja meine Videos, ne? Wisst ihr, was euch auf zukommt? Ihr wisst ja, was auf euch zukommt, wenn
ihr hier bei mir Rennspiele schaut. Ja. Noch dazu Forza, also. Da haben wir jetzt nicht so tun, wie wenn ich da irgendwie gut wäre. Es geht einfach nur um den Spaß. Den ich vielleicht, also nur so, vielleicht sollte so ein bisschen auf der Rennstrecke bleiben. Ich habe halt echt immer Angst, dass er abstürzt, wenn ich zurückspule. Das hatte ich so oft. Ich hatte ja quasi so ein bisschen ein Weitsprung-Battle mit dem Badge am Laufen. Es ist zurzeit nicht durchführbar, weil er stürzt ständig ab. Tatsächlich schon Microsoft Support-Ticket geschrieben, so von denen, hey, bisschen doof und so, ne? Ja, verstehen wir, dass frustrierend ist, also ist ja wirklich schade, aber wir können nichts tun. Immerhin eine Antwort bekommen. Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren und sollte nicht so viel Blödsinn labern, aber Videos, wo man gar nichts sagt, sind nicht. Ah, scheiße. Was das im Livestream spielen. Das wäre, wenn wir jetzt vorstellen, müsst ihr jetzt nebenbei nur am Chat achten. Jeder von euch, der streamt, der weiß, was ich meine. Die Leute, die nicht streamen, es ist tatsächlich was anderes, wenn man nebenbei nur immer schauen muss, was die Leute schreiben und so. Da hier gerade, ja, ja, easy. 300 Pferdekiste. Das ist grob. Da. Was soll man nur eins? Mein 12-Minuten-Video und, ne? Na komm. Eins geht noch, würde ich sagen. Aber dann wieder mit der Kiste, weil pro Video ein Fahrzeug. Wo haben wir da was in der Nähe? Die haben wir doch gerade gefahren. Rundstrecke ist glaube ich nicht fahrbar mit dem Auto. Haben wir die haben wir auch schon gefahren. Das ist keine Rundstrecke. Let's go! Das wird so. Fuera del Camino oder so ähnlich. Ja komm, natürlich wieder. Ist irgendwie so ein kleiner Giftzwerg, das Auto so. Auch von der Farbe her irgendwie so. Klein, aber halt. Brutal Gas auf der Straße. Das ist. Na gut, ist auf S1 getuned. Ja. Hm? So. Dann. Ja, auf der Straße ist er top. Muss mal schauen, ob es für den ein X-Tuning gibt. Einfach weil ich es lustig finden würde. Bonk. So. Wenn die überwiegend auf der Straße ist, dann könnte es gar nicht so schlimm werden. Ja, ohne Bande geht halt gar nicht. Aber jetzt glaube ich, geht es dann schon Richtung Dreck. Yep. Alle kleben es hinter mir. Ja, einfach mal nicht so Vollgas geben. Das Schöne an dem Spiel ist halt, kannst der Karre schon hochtunen, wie du willst. Aber die Gegner haben halt dann dieselbe Klasse. Das ist, bringt dir nicht wirklich Vorteile, außer dass das Rennen halt schneller wird.
aber so aus, ich nenne es mal früher, sehr früher eine Kartracer so. Ich tune meine Karre hoch und dann hat keiner mehr eine Chance. Ist halt dann eher nicht so. Kann man gut finden, kann man nicht so gut finden. Ich finde es eigentlich ganz okay. Da. Hey, mal Kurve ohne Bande gefahren. Was ist denn da los? Thumbnail nur schreiben, Dirt mit Oldtimer oder so. Das mache ich ja normal nicht, aber ich finde schon irgendwie so ein bisschen lustig. Da. Bonk. Gut, dass es Banden gibt. Da, wenn wir ernsthaft die Rennspiele spielen und sieht sie das an, der denkt sie nur, oh Gott, was macht der und oh Gott, wie fährt der? An dieser Stelle schönen Gruß an alle neuen Zuschauer. Schaut euch mal die anderen Rennspiele-Folgen an. Die sind alle genauso grausam. Joa. Könnte aber jetzt schon mal ein Wheelspin geben, ne? Ja, komm, liken. Was auch immer ich gerade geliked habe. Ich glaube, das Tuning oder so. Ja, kein Wheelspin. Schade auch. Vielen Dank fürs Ansehen. Nächste Folge. Tun wir irgendeine andere Karre wieder aus. Vielleicht der passende, vielleicht nicht. Ihr seht es dann. Servus.